Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ja, ich habe meinen Aufnahmeknopf hier ziemlich blöd gelegt. Jedes Mal, wenn ich auf F4 drücke, versucht sie sich da irgendwie was da zu heilen, zu spritzen. Ich habe keine Ahnung. Nicht gerade vorteilhaft. No vienen muchos turistas por aquí? Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. De todos modos, ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años. En auge, vibrante, lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. Optimista, más como crédulo. Was ist passiert? Por venir fue lo que pasó. Una petrolera grande fuera de Lima. Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos. Incluso iban a construir condominios al otro lado del río. Hasta que todo se vino abajo. Der Ölcrash. Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron. Lástima que no sea turista. Ellos traen dinero. Los investigadores se lo llevan. Ich finde es ja eigentlich geil, dass sie, ich meine, der Lara kaufe ich das jetzt total ab, dass sie diese Sprache jetzt versteht, ne? Also das ist jetzt nicht mein Problem. Mein Problem ist eher, sie antwortet der Frau ja auf, Omar, estuvieron trabajando toda la noche. Und? Dafür werden sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein! Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel Was sehen. Was ist das? Ist das der... Ach ja, das ist der Typ. Aber sie antwortet den Leuten auf ihrer Sprache und... Ich meine, sie kann ja nicht, dass die die dann verstehen, ne? Acaba de llegar, eh? Qué suerte. Se salvó de una tormenta horrible. Ich hatte durchaus auch damit zu tun. El viento arrasó la jungla cercana. Derribó un árbol. Cortó la electricidad. Un par de casas se derrumbaron. Das tut mir leid. No es tu culpa. A no ser que controles el clima. Aber wenn er wüsste. Aber mit der haben wir ja schon geredet. Du? No. Oh. Und ihr haben wir auch schon. Gucken wir mal hier. ¿Cómo te fue hoy? Estuviste tomando muestras de suelo en el noreste, ¿verdad? Siempre es bueno ver caras nuevas en el pueblo. Sienta bien saber que no han olvidado este rinconcito del mundo. Y también le sienta bien al bolsillo, si tiene la gentileza de echarle un vistazo a lo que vendemos en la tienda. Ja, irgendwie kann ich das aber jetzt nicht so, ich weiß nicht. Oh, was für ein pinkes Haus. Krass. Murieron por tu culpa. La jungla toma lo que quiere. Es difícil conseguir que revele sus secretos. Pero encontré uno. Creo. ¿Wirklich? El pueblo tiene muchas capas. Remueves una y encuentras otra. Y otra. Es scheint eine lange Geschichte zu haben. A veces me pregunto si no ha estado aquí. De una manera u otra, desde el principio, parece diferente a los otros. ¿Welche anderen? Todos. Hombres buscando petróleo, oro. Se llevan todo lo que pueden. Wir haben ein Geheimnis entdeckt, die Krypta. Da ist noch eine. Okay. Behalten Sie die eingeschränkte Verteilung von Vorräten bei. Wenn wir das Gebiet durchqueren, ist es für alle das Beste, wenn sich Ihre Leute über Ihre nächste Mahlzeit oder das Fieber der Kinder Gedanken machen, anstatt über das, was außerhalb des Dorfes geschieht. Sobald unsere Untersuchungen in der Gegend abgeschlossen sind, werden Sie von uns, wie versprochen, 24 Monate lang die doppelte Menge an Rationen erhalten, die Ihnen Care derzeit zukommen lässt. Vorausgesetzt natürlich, Sie halten Ihren Teil der Abmachung ein. Herzlichst, Estella Diaz, Leiterin der Abteilung für kommunale Hilfsprogramme, Trinity Orden. Trinity hat die also bestochen. Damit sie die Schnauze halten. Das ist ja interessant.
Das ist ja wirklich interessant. Kann man hier überall rauf und Señor, rein? Gracias por tu gracia. Tatsache. Aber hier ist ja nicht überall was zu finden. Nur da? Haben wir noch was? Da haben wir auch noch was. Ich glaube, mit dem habe ich schon geredet. Ja, mit dem habe ich schon geredet. Da habe ich alles voll, genau. Jetzt bin ich wieder hier hinten. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Na, dann geht man hier runter und dann... Wo soll die Krypta sein? Da unten? Das ist eine Krypta, ist ja was anderes als ein Herausforderungsgrab, oder? Ach, hier muss man schon wieder tauchen, ey. Ich hasse es. Einmal umsehen. Zack, 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 zack. Ah, da komme ich nicht hoch. Okay, hier scheine ich aber anscheinend weiter zu kommen. Ja, dann machen wir mal dieses komische Grab hier. Okay, es war nicht geplant, dass ich da so rüberspringen kann. Das war nicht geplant. Gut. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Aber das hält uns ja nicht auf. Wir können ja alles abfackeln, ist ja kein Problem. Oh, ich dachte gerade, das wäre alles Blut. Ich bin jetzt mal in dem Glauben, dass das nicht alles Blut ist. Ah, guck mal. Da sind noch zwei Dokumente. Da ist noch ein Relikt. Und da ist noch ein Wandgemälde. Das ist ja interessant. Hat der uns jetzt hier alle Dokumente offengelegt? Wie geil ist das denn bitte? Na gut, ich weiß aber nicht, ob ich trotzdem alle kriegen werde. Ich bin ziemlich am Schludern, was das angeht. Näschen juckt. Ja, das wäre schon definitiv kein Ort für mich. Immer wenn ich sowas sehe, solche Spinnenweben, dann möchte ich gar nicht wissen. Da frage ich mich immer, oder möchte eigentlich gar nicht wissen, wie groß die Spinnen sind, die die gemacht haben. Boah, krieg ich schon. Boah. Möge Vaters Wunsch nach Macht gestillt werden, wenn wir ihm in die jenseitige Welt folgen. Nett. Hier geht's wohl nicht weiter. Oh, Scheiße! Aber ich hab mich... Oh Gott, nein! Oh Gott. Ah! Oh, fuck. Oh mein Gott, ich war bei euch. Oh, jetzt bin ich vorbereitet. Oh, Scheiße! Ich bin vorbereitet. Oh Gott, nein! Hä? Sie wirft das Ding, aber lässt dann wieder los. Warum? Oh, komm. Oh, Scheiße! Oh Gott, nein!
Und jetzt wäre wieder meine Frage, wie kommen wir zurück? Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Mir ist gerade ganz komisch, ey. Ihr habt eine neue Ausrüstung erhalten. Söldner, irgendwas mit einer Söldnerin. Seilbahnherstellung, keine Ahnung, was ich, wenn ich überhaupt richtig gelesen habe. Ja. Alter. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? Weiß das jemand? Was, Lara? Bitte, ich bitte dich, ey. Ich hab... Mädchen. Ich denke mal, wir müssen jetzt hier wieder zurück. Warum? Ich verstehe das nicht. Bin ich zu blöd, einen Haken zu färben? Obwohl, sie wirft ja den Haken. Sie lässt Nolan los. Also... Mädel, wir werden keine Freunde, wenn das so weitergeht. Okay, vielleicht muss ich nicht den Haken werfen. Vielleicht muss ich einfach klettern. Ich versuch's jetzt so. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Was war denn das für eine Scheiße? Ich dreh gleich durch, ey. Oh. Fuck. Hä? Ach so. Nein, nein, andersrum. Och, Lara, Mensch, Kind. Das war jetzt meine Schuld, ich weiß. Ist gut. So, das haben wir ja schon mal. War ja schon mal sehr gut. Das ist sehr schön. Sehr schön. Wir schaffen das. Okay. Jetzt wird es so ein bisschen... Ich weiß nicht mehr. Ah. Ja. Guck mal einer an. Ach, wie schön. Hätte sie das jetzt wieder vergeigt, ne? Mal eine andere Tampe auch erkundet. Ach mein Gott. Also, es macht gerade ziemlichen Spaß, diese Sachen zu erkunden, wenn man sie denn so findet. Ob ich jetzt natürlich sage, wenn ich jetzt spezielle Ausrüstungsgegenstände habe, dass ich dann jetzt sage, okay, jetzt mache ich den Rest wieder. Oder jetzt kehre ich jetzt an dieser Stelle zurück, um das Grab aufzumachen oder um diese Ruine zu erkunden, das weiß ich jetzt nicht, ne? Ob sich das jetzt so bei mir hält.
war ein Frosch, für den man sowieso nichts kriegt. Was ich mich... Wo hab ich mich jetzt erschrocken? Kinder, mein Gott. Oh. Ich dachte gerade, was sitzt denn da für ein Tier, ey? So, der sitzt hier ganz alleine, der gute Mann. Warum? Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la atención del cóndor. Pero dejamos que el águila lo ahuyentara. Ich verstehe nicht ganz. Yo tampoco. Nos perdimos en nuestra búsqueda. Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos. Pero el águila también se llevó eso. Ich hab schon wieder ein Geheimnis entdeckt. Meine Güte, was ist denn los hier? Ein Adler? Okay. Ah ja. Gut. So. Nochmal hier, gut. Hier war ich anscheinend noch nicht. Ah, guck mal, da wird mir die Quest angezeigt. Das ist ja nett. Wo sind denn aber hier die anderen Dokumente, die mir... Die müssten mir ja auch noch... Na gut, ich geh erstmal hier hin. Me encantaría sacar estos ladrones de aquí. Alles in Ordnung? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad, nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias, no nos pagan un salario digno. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que Porvenir se fue. Somos blancos fáciles. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Lo poco que teníamos se fue o está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Danke. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Schönen guten Tag. Verpiss dich. Du störst den Empfang. Klar. Du störst mich. Omar? Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Wollte sie ihm nicht den Arsch aufreißen? Gehe ich recht in der Annahme aus, dass... dass es hier nur eine Bar gibt? Oder gibt es hier mehrere? Alter, gucke mal. Ich suche nach Marco. Para qué? Ich will nur mit ihm reden. No quiere problemas. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Also, bist du Marco? Dígame que Omar no le envió para molestarme. Como alguno de esos animales lastime a mi hijo, yo... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Sí, me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. ¿Usted de verdad haría eso? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Gracias. Si ve a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. Zum Stadtrand gehen. Zum welchem Stadtrand denn bitte? Ach, mich juckt's. Ach, mich juckt Banditen zum Stadtrand gehen. Da ist der Stadtrand. Wie soll ich denn da hingehen? Basislager? Okay, so, dann haben wir hier das Wandgemälde. Das habe ich schon angeguckt. Da ist der Händler. Müsste ich hier so?
Boah, ob man sich das alles merken. Also, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man hier überhaupt keine Karte hat. Wenn man schon so die Auswahl hat, um zu solchen Sachen hinzugehen und alles. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich hier lang muss. Genau, dann. Jetzt ist aber die Frage. Ich muss da rein. Oder? Nee, ich bin falsch. Da ist der Händler. Ich muss hier hin. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin... Hä? Bin schon wieder falsch abgebogen. Hier, es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Keine Zeit, Jonah, ich muss hier noch was anderes machen. So, ich bin hier. Aber wie soll ich denn jetzt zu diesem... Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich bin dumm. Zum Stadtrand gehen. Soll ich vielleicht hier zum Stadtrand gehen? Keine Ahnung. Das könnte natürlich sein, dass ich zum Stadtrand müsste. Ich gehe jetzt erstmal hier rein und hier hoch. So, hier haben wir den Händler. Hallo. Déjeme adivinar. Omar la envió a extorsionarme. Sepa que no le daré nada a ese bastardo. ¿Wovon redest du denn da? ¿De qué estoy? Disculpe, vi el cuchillo y el arma y pensé que... Olvídelo. ¿Busca algo en particular o solo está viendo? ¿Was hast du denn? ¿Qué tengo? Esto es Kuwakyaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría hacerlo. Debería hacerlo. ¿Wenn die Plünderer nicht wären? Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos. Oh, was man hier jetzt alles kaufen kann. Wir haben 4941 und wir können kaufen Pistolen, Beutel, Munition. Wir können Bergungsgut kaufen. Wir können aber auch was verkaufen. Jaguarhaut können wir. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Adlerfedern. Gewehr, Munitionsbeutel, Überreste, Silber, Meilengurt. Ach, das ist ja echt teuer, ne? Geräuschlose Pfeile. Aha, also ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt überhaupt so viel Geld... Ich würde jetzt nicht... Siempre listo para los negocios. Ich will da jetzt eigentlich gar kein Geld für ausgeben, wenn ich ehrlich bin. Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Los antiguos dioses. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. No. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Oh.
Hier ist ein Grab, alles klar. Ich laufe mal dahin. Irgendwie ist hier Schlamm. Aber was ist kein Dingens anscheinend. Wir haben ein Basislager entdeckt. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen, Lara. Wo geht's denn? Da geht's noch lang. Hier ist wieder irgendwas, ein Dokument oder so. Ha! Es ist schon echt ziemlich groß hier alles, ne? Ha, ich muss jetzt nicht unbedingt jagen. Die verbrauchen sowieso viel. Ein Drache. Er muss für Pachamama stehen, die Inka-Göttin der Mutterschaft, Erde und der Zeit. Sie war verantwortlich für Fruchtbarkeit, Ernten und Pflanzen. Ihr Körper waren die Berge und sie war die Ursache aller Erdbeben. Die Menschen fertigten früher winzige Kleidungsstücke mit extrem feinen Verzierungen an, um sie anschließend zu Pachamamas Ehren zu verbrennen. Das erklärt auch die Brandspuren auf dem Boden. Und diese braunen Flecken müssen Lama-Blut sein. Eine weitere beliebte Opfergabe. Ich glaube, jetzt habe ich das eine Bild gar nicht hier fertig gemacht, aber naja. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm, da werden wir jetzt nicht dran sterben. Wir haben einen Monolithen entdeckt. Wahrscheinlich hier oben. Ja. Ach, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Mensch, Mädel. Keine Ahnung, die Gute hier. Keine Ahnung. Boah, wo? Ach so, da geht's wieder zurück. Och. Ich bin etwas verwirrt hier von dem ganzen Scheiß. Das ist mir hier so, das ist mir hier zu groß. Ach, Hund, sei ruhig. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich hab's verstanden. Ich habe Angst eigentlich, manchmal habe ich wirklich Angst, dass mich hier gleich irgendwie so ein Vieh anspringt und... Oh, ein Herausforderungsgrab. No. Das ist hier so offen. Ich brauche das hier nicht erkunden, um den Eingang zu finden. Ich sehe schon, wo der Eingang ist, aber... Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, Gott sei Dank. Fehlende Ausrüstung. Toll. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mein Gott, was ist denn hier mit den Geheimnissen los? Krieg ich andauernd hier welche. Ja, das sieht für mich jetzt nicht aus wie der Eingang. Ist nicht der Eingang, oder? Oh, da ist Wasser, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Da jetzt runter zu springen, weil da ja zu war, ne?
Okay, meine Lieben, ich muss eh Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.